Du und ich, meine Mutter, deine Katze, der Nachbar, die Blaumeise und der Bankberater, der dir komische Finanzprodukte verkauft, wissen es alle. Wir haben ein großes Problem, und zwar Pestizide. Die Pestizide können zum Beispiel Chaos in unserem Magen-Darm-Trakt verursachen und so unsere Gesundheit wesentlich beeinflussen. Darm gesund, Mensch gesund, und das Darmhirn beeinflusst wesentlich dein Denkverhalten. Es gibt sogar einige Forschungen, die die Korrelation von der Darmgesundheit und psychischen Erkrankungen schließt. Und das Problem ist auch noch, dass die Pestizide nicht dort bleiben, wo sie ausgebracht werden, sondern natürlich auch über die Luft weitergetragen werden können, übers Wasser und auch den Boden stark verseuchen können. Und selbst bei Bio kannst du dir auch nicht hundertprozentig sicher sein und Bio auch nicht gleich Permakultur ist. Nur zum Erwähnen. Es gibt auch einige Weise bei Obst und Gemüse, dass man die halt nochmal zusätzlich waschen soll. Viele machen das auch. Einerseits, um halt einige der Pestizide loszubekommen. Andere wollen vielleicht nicht auf diese Wachsschicht von einem Apfel beißen. Also wiederum andere ekeln sich vor der Vorstellung, dass jemand anders ihr Obst und Gemüse angefasst hat und diese ganzen Bakterien und Bazillen sollen gleich verschwinden. Neben dem Abwaschen gibt es noch weitere Methoden, um dein Obst und Gemüse von den Pestiziden zu befreien. Darunter zählt zum Beispiel das Schälen. Allerdings ist hier die Herausforderung, dass du beim Schälen nicht das freigelegte Fruchtfleisch mit der Klinge wieder berührst. Das effektivste ist Backpulver bzw. Natron hier, der Allrounder, den man im Garten auch sehr vielseitig benutzen kann. Und das mache ich mit meinem Obst und Gemüse. Ich tue es halt im Waschbecken waschen. Dazu tue ich erstmal das Waschbecken voll mit Wasser laufen lassen. Nehme dann ungefähr einen Esslöffel Natron, verrühre das Ganze, damit sich das gut auflösen kann, und tue da mein Obst und Gemüse bis zu 15 Minuten drin liegen lassen. Im Anschluss rausholen, gut abwaschen und dann esse ich es halt einfach. Mit Natron ließen sich gut 80% des Konservierungsmittel Thiabendazol und 96% des Breitbandinsektizids Posmet, welches seit Mai 2022 in der EU nicht mehr zugelassen wird, entfernen. Allerdings sollte auch hier gesagt sein, dass bei manchen Sachen, wie zum Beispiel beim Apfel, sich die ganzen Pestizide nicht abwaschen ließen, weil sie ja auch schon ins Innere des Apfels mit eingedrungen ist, weil beispielsweise so ein Apfel auch bis zu 10-mal gespritzt wird und das auch schon im Jungstadium. Das heißt, dass die Pestizide dann auch schon ins Innere mit eingewachsen sind. Apfelessig und Zitronensaft kannst du auch nutzen, die dir dabei helfen, die Pestizide rauszuentfernen. Du kannst auch deinen eigenen Obst- und Gemüsereiniger selbst herstellen. Eine Mischung beispielsweise mit 20 Tropfen Grapefruit-Extrakt, ein Esslöffel Natron, eine Tasse Wasser, eine Sprühflasche. Du kannst auch einen Esslöffel Zitronensaft, ein Esslöffel weißen Essig und eine Tasse Wasser zusammengeben und das in der Sprühflasche abmischen. Kleiner Funfact: Wenn du zum Beispiel Natron und Zitronensäure miteinander mischt, entsteht zum Beispiel Kohlensäure. Blubbert dann ganz schön. Auf welches Obst und Gemüse solltest du am meisten achten, was halt sehr stark belastet ist? Darunter zählen Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Grapefruit, Trauben, Mandarine, Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen. Beim Gemüse ist es Spinat, Sellerie, Tomaten, Paprika und Grünkohl. Ich glaube, beim Grünkohl wegen der weißen Fliege, das verkauft sich nicht so gut. Nichtsdestotrotz ist Prävention am besten. Und wir sollten halt dann mal langsam anfangen, den Prozess anzustoßen, dass wir in einer Landwirtschaft oder in einem Obst- und Gemüseanbau ankommen, Richtung Permakultur, wo wir es nicht mehr nötig haben, diese Pestizide, diese Gifte mit auszubringen, wo wir halt uns schaden, der Natur und der Tiere. Bio beispielsweise kann hier ein Indiz sein, aber dennoch gibt es auch sehr viele Kleinbauer, die zum Beispiel kein Bio haben, also keine Zertifizierung, aber dennoch sehr ordentlich und gut anbauen, ohne irgendwelche Gifte, mit viel Handarbeit auch, und hier sehr gute Arbeit leisten. Da wäre es zum Beispiel ein guter Schritt, solche Leute auch tatkräftig zu unterstützen. Am besten gleich selbst im eigenen Garten sein Obst und Gemüse anbauen und am einfachsten ist es hier, mit Permakulturprinzipien zu arbeiten. Dieser Kanal kann dich auch tatkräftig unterstützen, wenn du dein eigenes Obst und Gemüse anbaust. Hier findest du zwei Videos, die du dir unbedingt anschauen solltest, sofern du es nicht getan hast. Und ein kostenloses Abo kannst du auch da lassen.